Namaste, guten Morgen. Ja, schön, dass du gemeinsam mit uns den Tag mit einer Morgenmeditation beginnst. Setze dich zu Beginn aufrecht, die Wirbelsäule gerade, auf einem bequemen Stuhl. Lass alles los, was du die letzten Tage angesammelt hast, und sei relaxed. Zur Unterstützung atmen wir am Anfang dreimal tief in den Bauch ein und durch den offenen Mund wieder aus. Lass alles einfach los. Tief einatmen. Und ausatmen. Noch einmal. Zur weiteren Unterstützung üben wir am Anfang Pranayama Nadi Shodhana. Lege dazu deine linke Hand auf dem linken Oberschenkel ab, die von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger an das linke Nasenloch, rechts ausatmen. Rechts einatmen. Bis ganz nach oben, wechsel mit dem Daumen, links ausatmen. Links einatmen. Wechsel, rechts ausatmen. Rechts einatmen. Ganz nach oben, Wechsel, links ausatmen. Links einatmen. Wechsel, rechts ausatmen. Noch ein Durchgang, rechts einatmen. Links ausatmen. Links einatmen. Und rechts ausatmen. Pranayama Nadi Shodhana unterstützt deine Hemisphären im Gehirn, um in Balance zu kommen. Es unterstützt dein Blut und dein Gehirn mit Sauerstoff und dient uns jetzt als Vorbereitung für die Meditation. Ja, schließe deine Augen, konzentriere dich auf den Bereich zwischen den Augenbrauen und achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist. Öffne deinen Geist und dein Herz, die Essenz deines Seins, dem Unendlichen. Anerkenne die höchste Realität. Wisse, dass du eine individualisierte Einheit des reinen Wesens der höchsten Realität bist, untrennbar, ewig, ohne Beginn und ohne Ende. Ehre die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene, göttliche Natur eines jeden Menschen. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, Paramahansa Yogananda, Roy Jean Davis und alle Nachfolger. Lass die Sehnsucht deiner Seele zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen.
Meditiere in Gott und Gott in dir. Mit der Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen beobachte von dort aus deinen Atem. Beobachte und fühle, wie du beim Einatmen durch die Nase in den Oberkörper bis tief in den Bauch kühle Luft einatmest und beim Ausatmen warme Luft diesen Weg zurücknimmt. Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Denke daran, dass die Wiederholung eines heiligen Mantras eine heilende Wirkung auf dich haben kann. Beim Einatmen sprechen wir gedanklich so. Beim Ausatmen sprechen wir gedanklich Ham. Beim Einatmen sprechen wir gedanklich so. Beim Ausatmen sprechen wir gedanklich Ham. So, Ham. So, Ham.
wenn Gedanken, Emotionen oder Bilder auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung. Lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deinem Mantra. Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, öffne deine Augen, blicke geradeaus, ohne irgendetwas zu fokussieren. Schließe danach deine Augen wieder und kehre zurück zu deinem Mantra. Wenn sich deine Gedanken und Emotionen vollkommen beruhigt haben, lege das Mantra beiseite und verweile in diesem gedankenfreien, friedvollen Zustand. Bleibe bewusst und aufmerksam, beobachte einfach nur.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für dein Mitgefühl, für deine Dankbarkeit und für deine Freundlichkeit. Denke an die 7,5 Milliarden Menschen, denke an die göttliche Natur eines jeden Menschen. Denke an alle fühlenden Wesen. Wünsche ihnen das höchste Gute. Sieh sie gesund, zufrieden, zuversichtlich und optimistisch diese Zeit gestalten. Lächle ihnen zu und sei dankbar, freundlich, und habe Mitgefühl. Sieh dich selbst, wie du optimistisch, konstruktiv, zuversichtlich und freundlich diese Zeit erlebst. Lächle dir selbst zu. Sei dankbar. Lass uns am Schluss gemeinsam dreimal Om singen. Kehre am Schluss wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Ja, du kannst natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast,
diese ruhige, friedvolle, meditative Stimmung genießen, in ihr verweilen. Nimm sie vor allen Dingen mit in den Tag und schenke sie anderen. In 7 Lektionen im bewussten Leben von Roy Jean Davis wird das 5. Niyama, Ishvara Pranidhana, folgendermaßen von ihm beschrieben. Bereitwillige Aufgabe eines illusorischen Sinnes der Selbstheit zugunsten eines Erwachens zu Bewusstsein und Verwirklichung von transzendenten Wirklichkeiten. Bereitwillige Aufgabe eines illusorischen Sinnes der Selbstheit zugunsten eines Erwachens zu Bewusstsein und Verwirklichung von transzendenten Wirklichkeiten. In Patanjalis Yoga Sutras wird Ishvara Pranidhana folgendermaßen beschrieben. In dem 2. Kapitel, Sutra 45, steht: Selbstverwirklichung ist vervollkommnet durch ergebene Hingabe an Gott. Selbstverwirklichung ist vervollkommnet durch ergebene Hingabe an Gott. Roy Jean Davis schreibt in seinem Kommentar hierzu: Weil wir Einheiten des reinen Bewusstseins sind und Gott die kosmische Einheit des reinen Bewusstseins mit Attributen ist, ist der unmittelbare Weg, um zur Gottverwirklichung zu erwachen, die Hingabe unseres falschen Gefühls der Selbstidentität. Alle anderen rechten Bemühungen sollten als vorbereitende Praktiken verstanden werden. Weil wir Einheiten des reinen Bewusstseins sind und Gott die kosmische Einheit des reinen Bewusstseins mit Attributen ist, ist der unmittelbare Weg, um zur Gottverwirklichung zu erwachen, die Hingabe unseres falschen Gefühls der Selbstidentität. Alle anderen rechten Bemühungen sollten als vorbereitende Praktiken verstanden werden. Ishvara Pranidhana, Hingabe des illusorischen Selbst, Aufgabe des Ego. Ja, ich wünsche dir einen tollen Start in die Woche. Ja, viele tolle Einsichten. Wenn du möchtest, morgen gerne zur gemeinsamen Meditation um 7 Uhr. Bis dahin, Namaste.